Hallo Leute, willkommen bei Santiagos Adventskalender. Ich bin Sven Plate, einige kennen mich vielleicht als Bugs Bunny, Wesley Crusher, Map die Karte oder Gwizno aus die Drachenjäger. Und jetzt viel Spaß beim nächsten Türchen. Tschüss! Hallo, hier ist Bugs Bunny, wer bist du denn? Ich bin der kleine gelbe Unterwasserschwamm, der SpongeBob. Ach so, ich dachte, du sprichst Batman. Nein, das kann ich doch nicht machen. Das ist meine Stimme doch viel zu tief. Haha. Okay, hallo, ich bin Bugs Bunny. Wer bist du denn? Ich bin SpongeBob Schwammkopf. Was für ein Kopf? Na, der kleine gelbe Unterwasserschwamm aus dem Fernsehen. Ach so, ich habe eine Frage. Die Möhren werden immer teuer. Und kennst du nicht einen Ort, wo Karotten verrotten und man sie vielleicht billiger bekommt? Naja, also bei uns unter Wasser im Bikini Bottom, da gibt's keine Karotten, aber da gibt es sehr günstige Seegurken. Nee, Seegurken kannst du behalten. Tschüss. Schade. Hallo, hier wieder eine neue Ausgabe des Ein-Minuten-Stars. Heute mit einem sehr bekannten Ein-Minuten-Star, Santiago Ziesma. Hallo, Santiago. Ja, hallo, Sven. Wofür kennt man dich? Was sind deine bekanntesten Rollen? Also, am bekanntesten sind wahrscheinlich die Trickfigur SpongeBob Schwammkopf. Hm. Hallo, hallo. Aber unter anderem war ich dann, das ist allerdings keine Trickfigur, in der Serie Alle unter einem Dach, der Nerd, der Nachbarsjunge. Steven Urkel war das, glaube ich, ne? Steven Urkel, genau. Hallo, Herr Winslows. War ich das etwa? Und sehr oft habe ich auch den wunderbaren amerikanischen Schauspieler Steve Buscemi gesprochen. Also ganz verschiedene Sachen. Hast du denn jetzt gerade neue Projekte, tolle, interessante, neue Sachen? Naja, wir machen wieder einen Klassiker, Looney Tunes, wo ich das Schweinchen bin, der stotternde Porky Pig, Schweinchen Dick. Kannst du den mal kurz vormachen? Ja, wie geht's euch? Ich habe Hunger. Super, also wie gesagt, ein toller Sprecher, ein toller Star. Schaltet morgen wieder ein, wenn es heißt, der Ein-Minuten-Star. Ja. Yeah.